Alex, sind wir soweit? Cool. Okay, dann können wir jetzt. Wir sind soweit. So, hi. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass es so viele geworden sind. Wir hatten kurzzeitig Angst, weil wir nicht ganz bedacht haben, dass ja parallel andere Veranstaltungen stattfinden, wie der Japan-Tag, hier das Event in Ratingen und auch Champions League wohl, wurde mir gesagt. Das sind natürlich Events, mit denen wir nicht gerechnet haben, die dann gerne mal andere Leute auch anlocken. Genau. Deswegen schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich, dass wir das machen können. Vielleicht zu Anfang, ich bin der Luis, für die, die mich jetzt nicht kennen unter euch. Und ich gebe mal jetzt euch kurz einen Einblick, wie die Agenda für heute Abend ist. Wir wollen jetzt zuallererst, sage ich, ein bisschen was, warum wir uns hier eigentlich heute zusammengefunden haben, wofür der Abend ist und was eigentlich der Living Room hier ist. Ihr seht es ja hier schon auf den Schildern. Und danach haben wir dann Vorträge von sehr kompetenten Leuten hier, die Julia spricht von Rating Nachhaltig. Danach spricht der Simon von Fridays for Future. Und am Ende gibt es noch einen kleinen Live-Podcast mit dem Norman und dem Aaron zusammen, wo eine kleine Antwort-Fragerunde, wo ihr auch gerne ein paar Fragen einwerfen könnt. Und zum Schluss könnt ihr dann gerne nochmal und auch zwischendurch euch ein bisschen an den Snacks bedienen, Getränke holen und ein bisschen auch netzwerken. Deswegen, ja, also zu Anfang, was ist eigentlich der Living Room? Ich meine, viele von euch kennen es wahrscheinlich. Wer es nicht kennt, ich will auch gar nicht viele Worte jetzt drüber verlieren. Ihr könnt gerne auch auf unseren YouTube-Account gehen, da haben wir super aufbereitete, schicke Videos darüber, was wir genau machen wollen. Aber es geht darum, wir wollen einen gemeinnützigen Coworking Space in Rating für junge Erwachsene schaffen. Das heißt, wir denken, die Altersgruppe, der wir ja auch angehören, die Initiatoren, wir sind alle in den 20er Jahren und wir finden in Ratingen noch nicht so das richtige Angebot für uns. Das heißt, wir wollen Raum schaffen, wo wir kreativ und unter uns ein bisschen arbeiten, lernen, uns austauschen und ähnliches können und so unseren eigenen Raum bekommen. Das ist ein bisschen unsere Idee. Da wollen wir halt tagsüber diese Lern-Arbeitsatmosphäre schaffen und abends gerne auch mit Events das Ganze begleiten. Das heißt, kulturell, informativ. Und genau das wollen wir jetzt mit dieser kleinen Eventreihe, die wir hier haben, wo heute der Nachhaltigkeitsabend einer davon ist, ein bisschen zeigen, wie soll das aussehen, was stellen wir uns da für eine Atmosphäre vor. Und ja, heute ist halt der mehr informative, thematische Teil dran. Letztens hatten wir auch schon ein kleines Livestream-Konzert mit dem Alexander Seidel zusammen. Das kann man sich auch gerne bei uns nochmal auf YouTube angucken. Deswegen, ich verweise vielleicht noch ein paar Mal mehr hier auf unsere Instagram- und YouTube-Account. Genau, aber so viel dazu. Das heißt, der Abend heute soll auf jeden Fall ums Thema Nachhaltigkeit gehen. Wir wollen euch mal zeigen, wie wir uns das vorstellen, dass ihr. Und hoffen natürlich, dass ihr da was bei mitnehmt, dass ihr ein paar Denkanreize bekommt. Und ja, deswegen will ich auch gar nicht viel mehr Worte über uns und unsere Initiative verlieren, sondern jetzt gleich zum Thema kommen. Unsere erste Rednerin, die Julia, sie hat hier in Rating, ist sie geboren und aufgewachsen, hat dann ihren Bachelor in Bonn gemacht und dann ihre Masterarbeit über Nachhaltigkeitsprozesse in Kommunen geschrieben, richtig? Okay. Und das heißt, sie ist sehr bewandert im Thema, arbeitet jetzt auch an dem Wuppertaler Institut für Klima und ja, ich habe es nicht ganz auswendig drauf. Okay. Aber genau, sie ist also sehr bewandert im Bereich der Wissenschaft, nimmt das Ganze aber auch gerne mit in die Praxis und setzt gerne um. Deswegen hat sie 2019 mit den Ratingen Nachhaltig e.V. gegründet und ist da jetzt seitdem auch die Vorstandsvorsitzende, ne? Und genau, deswegen, sie transportiert gerne in die Wirklichkeit und da bin ich jetzt mal gespannt. Julia, Thema Nachhaltigkeit, bitte klär uns auf. Okay, ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf für die Einladung. Mach's dir bequem auf dem Stuhl. Ich würde mich gerne hinsetzen, weil diese Bühne ist so ein bisschen klein und ich laufe hier, sonst fühle ich mich wie so ein Tiger, glaube ich, der die ganze Zeit irgendwie in seinem Käfig rumläuft. Genau, also ich bin Vorsitzende von Rating Nachhaltig. Ich bin auch wissenschaftliche Mitarbeiterin am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie. Das ist eine gemeinnützige GmbH und wir machen viel Politikberatung. Wir erstellen zum Beispiel Klimaschutzkonzepte für Kommunen, für Verwaltungen, für Unternehmen manchmal auch. Wir sind aber auch in vielen Bereichen, also zum Beispiel Kreislaufwirtschaft unterwegs. Das ist jetzt ein ganz großes Thema. Wir machen auch Mobilitätspläne, gerade zum Beispiel den Mobilitätsplan Düsseldorf. Also
ja, alles, was so irgendwie mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Und als ich die Einladung für heute Abend bekommen habe und es hieß, ja, sag mal was zum Thema Nachhaltigkeit, da habe ich so gesagt, okay, was sage ich denn dazu? Kann ich jetzt irgendwie sehr viel zu sagen? Und ich habe gedacht, ich starte mit der Frage, warum reden denn heute alle über Nachhaltigkeit? Also es ist ja irgendwie ein inflationärer Begriff. Alles ist auf einmal nachhaltig. Es gibt nachhaltige Kleidung, es gibt nachhaltige Flugreisen teilweise sogar. Also irgendwie kann alles nachhaltig sein. Und ich merke immer, dass ich so in einer ziemlichen Bubble lebe, in einer ziemlichen Blase und für mich viele Sachen einfach dadurch, dass ich tagtäglich auf der Arbeit damit konfrontiert werde, einfach klar sind. Für mich sind die normal. Ja, und dann erlebe ich aber manchmal so Sachen wie letzte Woche war ich auf einem Geburtstag, saß da sonntags im Park, habe meinen nicht regionalen, nicht biologischen Aperol Spritz getrunken und mich mit anderen Leuten, die ich halt noch nicht kannte, ja, auf dieser Party unterhalten. Und es war irgendwie so Smalltalk, ja, was machst du denn beruflich? Und ich vermeide eigentlich mittlerweile beruflich zu sagen, ich mache was mit Nachhaltigkeit, weil dann alle immer in so einen, ja, in so einen Modus kommen, sie müssen sich jetzt irgendwie erklären und entschuldigen und rechtfertigen. Sie sind, also wir sind ja alle gar nicht so schlechte Menschen. Und ich, ja, habe dann irgendwie gedacht, okay, ich sage halt, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin. Ja, was machst du denn? Ja, im Bereich Nachhaltigkeit. Und wir haben halt vorher also darüber gesprochen, dass sie gerade aus Dubai kommen, wo man so gut shoppen kann. Und da sind sie halt hingeflogen für eine Woche Urlaub. Und dann kam dieses typische, ja, aber eigentlich, wir essen auch eigentlich gar kein Fleisch mehr. Und wir fahren auch nicht so viel Auto. Wir haben auch nur ein Auto, weil wir wohnen ja in der Stadt. Und das ist so dieser Rechtfertigungsmodus. Man hat ja irgendwie immer das Gefühl, anscheinend, dass ich die moralische wandelnde Instanz bin oder alle Leute, die sich damit beschäftigen und alle anderen müssen sich rechtfertigen. Und ja, dann kommt man aus dieser Bubble so raus, wenn diese Leute, die eine akademische Ausbildung haben und irgendwie gut verdienen und mitten im Leben stehen, dann sagen, ja, aber mit dem Klimawandel, man weiß ja auch gar nicht, irgendwie, ja, ich habe jetzt auch gehört, dass es ja normal ist, dass wir am Ende einer Eiszeit sind und dass sich halt deswegen jetzt das Klima erwärmt und wir wissen ja gar nicht, ob wir Menschen daran schuld sind. Und so ein Fakt am Rande ist halt, wenn man das rein wissenschaftlich sieht, unsere Durchschnittstemperatur steigt gerade 40 Mal schneller als nach der letzten Eiszeit. Also es gibt Studien dazu. Wenn jemand nachher Quellen will, ich kann die auch rausholen. Also die Zahlen, die ich sage, habe ich auch extra aktuell nochmal nachgeguckt. Ja, das ist halt irgendwie, bei uns ist das Fakt. Und ja, unter meinen Kolleginnen oder auch den Leuten, mit denen ich sonst meistens irgendwie in meiner Bubble unterwegs bin, ist es halt ein Fakt. Also wir fragen nicht mehr, passiert wirklich was, sondern wir erkennen halt an, irgendwie ist passiert was. Und ja, wir müssen was machen. Und zurück zum Thema, warum reden alle über Nachhaltigkeit? Also für viele Leute ist ja Nachhaltigkeit gleich Klimawandel. Das ist nicht so, das wird der Simon aber nachher noch mal ausführlicher erklären. Ich werde ja, versuchen, mal aufzudröseln, was halt Nachhaltigkeit eigentlich bedeutet und wer ist eigentlich verantwortlich für nachhaltige Entwicklung. Und letztendlich ist es so, dass versuche ich auch immer in der Uni, da gebe ich auch Seminare, den Studierenden zu erklären, Nachhaltigkeit ist kein Zustand, den wir erreichen. Also das ist ein Prozess. Man ist nicht irgendwann fertig, sondern man muss halt eigentlich das Ganze, alle Systeme, die wir haben, unser ganzes Handeln, müssen wir anders machen. Und wir sind nicht irgendwann fertig damit, weil es verändert sich ja auch alles. Unsere Umwelt verändert sich, die Gesellschaft verändert sich, es gibt immer wieder neue Entwicklungen. Und man kann eigentlich nicht sagen, dass wir irgendwann fertig sind. Wenn man Nachhaltigkeit erklären will, dann gibt es ein Modell, das wurde so in den 90er Jahren ungefähr entwickelt und das heißt Drei-Säulen-Modell. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, das sind halt drei Säulen. Also man hat irgendwie die ökologische Säule, die soziale Säule und die ökonomische Säule, also Wirtschaft, Soziales und Umwelt. Und wenn man ein wenn man irgendwie nachhaltig handeln will, wenn man ein Projekt umsetzen will, dann schaut man, dass alle diese drei Dimensionen gleichberechtigt betrachtet werden. Man versucht also einen Konsens zu finden. Das ist erstmal nicht schlecht, weil eine Konsenslösung ist ja eigentlich die, mit der alle, im Idealfall alle Beteiligten zufrieden sind. Aber ich habe mir jetzt nochmal vorhin überlegt, was ist denn ein gutes Beispiel dafür, dass das halt nicht immer funktioniert. Ich habe dann gedacht, okay, wo sind wir heute
wir sind neben dem Rathaus, Rathausneubau. Wenn ich ein Rathaus neu baue, dann muss ich ja irgendwie gucken, dass wirtschaftlich niemand benachteiligt wird, dass also die Baufirmen, die das bauen, ja auch ihren Bau finanziert bekommen und im Idealfall noch Gewinn machen, dass sie halt ihre Mitarbeitenden bezahlen können und auch nicht durch zu strenge Klimaschutz- oder Umweltauflagen dann letztendlich die Art des Baus irgendwie beeinflusst wird, negativ, wirtschaftlich. Gleichzeitig muss ich aber gucken, dass natürlich der Umweltschutz und der Klimaschutz beachtet werden, wenn ich ein Gebäude baue. Da gibt es halt mittlerweile Regularien für. Und im Idealfall ist es ja auch noch so, dass die Bauarbeiterinnen ausreichend Pausen haben, dass sie anständig bezahlt werden, dass Arbeitssicherheit gegeben ist, dass der Arbeitsschutz hoch ist. Und das Ganze darf aber trotzdem nicht teuer sein, weil das Bauunternehmen soll ja auch noch Profit machen. Und das ist halt... Also um es auf Deutsch zu sagen, es ist, naja, ich glaube, das Wort sage ich lieber nicht, wenn wir das hier aufzeichnen, aber es ist Unsinn, weil man spricht mittlerweile in der Wissenschaft halt von starker und schwacher Nachhaltigkeit. Es gibt schwache Nachhaltigkeit, das ist halt das, wenn man dieses Drei-Säulen-Modell benutzt. Wenn man sagt, alle Belange müssen immer gleichberechtigt nebeneinander stehen. Wir müssen immer gucken, dass alle davon möglichst viel profitieren und dass niemand benachteiligt wird. Kann man versuchen, ist auch immer noch das, was viel gemacht wird, ist aber nicht sinnvoll, weil wir leben halt auf einem Planeten mit Grenzen. Also wir haben nicht unendliche Ressourcen und wir sind auch noch weit von einer Kreislaufwirtschaft entfernt, in der wir wirklich alles recyceln. Also wenn man sich die Recyclingquoten anguckt in Deutschland, sind die zwar relativ hoch, also von dem, was wir an Rohstoffen irgendwie wegschmeißen oder, keine Ahnung, nicht mehr brauchen, wir könnten noch viel mehr wiederverwerten. Ein Beispiel ist zum Beispiel Beton. Der wird meistens irgendwie auf Halde gekippt. Man kann Recyclingbeton aber daraus herstellen. Der spart im Vergleich zu neuem Beton, der halt wieder hergestellt werden muss, aus Kies 66% an Energie ein. Das ist super viel, aber er ist teurer, weil er nicht so viel nachgefragt wird. Und das heißt, er ist nicht wirtschaftlich. Der wird also bei einem Bauprojekt wie diesem Rathaus wird kein Recyclingbeton verwendet, was sehr gut für die Umwelt wäre, was aber sehr schlecht für den Bauunternehmer ist und letztendlich auch den, der das Ganze finanziert, also dann in dem Fall die Stadtverwaltung. Trotzdem haben wir Grenzen, ökologische Grenzen und ein anderes Thema Erdöl. Also der Peak Oil, das ist der Punkt, an dem die Hälfte aller vorhandenen Reserven an Erdöl vermutlich gefördert wurde. Den kann man nicht genau bestimmen, weil man ja leider erst im Nachhinein immer sagen kann, wie viel wann gefördert wurde. Es ist aber so, dass man damit rechnet, dass jetzt zwischen 2007 und 2037 erreicht wird. Also wir sind ja so fast dann in der Mitte und das ist dann der Punkt, ab dem halt ja, die Fördermengen zurückgehen werden und wir quasi das Ende dann irgendwie mal in Sicht haben dieser Ressourcen. Und das ist einfach nur ein Beispiel. Und es gibt jetzt Leute, die sagen dann, ja, wir brauchen halt kein Öl mehr. Also wir haben doch Bioplastik mittlerweile aus nachwachsenden Rohstoffen. Wir haben doch Biosprit, also aus Pflanzen, die nachwachsen. Biofuels ist ein Riesenthema. E10 kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Heißt halt, dass 10% also 10% Anteil an erneuerbaren Pflanzen, Biofuels drin sind. Wir haben Solarenergie, wir haben Windkraftwerke, die ja die Energie auch bringen könnten, die wir sonst über das Erdöl vielleicht oder Erdgas bekommen würden. Aber dann muss man sich halt eine Frage stellen, wie viel Platz haben wir denn auf dieser Erde? Wenn wir das gesamte Öl, was wir ja irgendwann nicht mehr in der Menge zur Verfügung haben werden, wie wir es jetzt haben, ersetzen möchte durch erneuerbare Energien im Sinne von nachwachsenden Pflanzen, wie viel Platz brauchen wir denn dann? Also das geht ja gar nicht. Man kann das nicht eins zu eins substituieren, weil die Fläche, die wir dann für den Anbau dieser ganzen Pflanzen brauchen, die fehlt uns ja dann für den Anbau von Lebensmitteln. Und die Lebensmittel, also es ist ja auch nochmal ein Thema vom Flächenverbrauch, der größte Anteil an Weizen zum Beispiel ist ja gerade auch ein Thema einfach durch den Krieg in der Ukraine, der größte Anteil an Flächen, an landwirtschaftlichen Flächen wird gar nicht für menschliche Nahrungsmittel verwendet, sondern als Tierfutter. Das würde dann wegfallen. Das heißt, wir könnten dann zwar unseren Erdölkonsum oder den Bedarf, den wir haben, vielleicht decken mit energetisch verwertbaren Pflanzen, aber wir könnten nicht mehr so viel Fleisch essen, weil wir die Tiere nicht mehr ernähren könnten, weil wir die Fläche ja jetzt für unsere, also die bräuchten wir ja dann für unsere Autos zum Beispiel, also um den Sprit dafür anzubauen.
Und das ist einfach ein Beispiel. Also es gibt ganz, ganz viele Grenzen auf unserem Planeten, seien es jetzt letztendlich ökologische Grenzen, seien es einfach räumliche Grenzen. Auch der Platz ist halt begrenzt. Man kann auch nicht überall alles anbauen. Im Zuge der Klimakrise jetzt ist es auch so, dass ich weiß nicht, wer das in den Nachrichten mitbekommen hat, was gerade in Indien los ist. Also Temperaturen von 50 Grad am Tag, da kann auch keiner mehr arbeiten. Also auch ganze Ökonomien werden extrem darunter leiden, dass einfach die Arbeitszeit reduziert werden muss, weil es menschlich, also es wird Menschen nicht mehr möglich sein, 8 Stunden am Tag draußen oder 10 Stunden draußen am Tag auf dem Feld zu arbeiten, um zum Beispiel Baumwolle zu ernten, die wir aber brauchen, um, weiß ich nicht, Shein ist so ein Fast-Fashion Online-Versand. Ich weiß nicht, ob den hier jemand kennt. Ich habe das letztens gesehen, total erschreckend. Die bringen am Tag mehrere tausend neue Kleidungsstücke in ihren Online-Shop. Also verschiedene Kollektionen. So. Und das sind einfach, also da werden so Massen produziert und es ist einfach, also die Ressourcen, die dafür verbraucht werden, das ist halt so, nach uns die Sintflut irgendwie. Und es gibt das System der planetaren Grenzen. Das ist ein Modell, das wurde 2009 am Stockholm Center for Resilience entwickelt von einem Team aus ungefähr 30 WissenschaftlerInnen. Und da wurde versucht zu bestimmen, wie denn oder bis wohin der sichere Handlungsspielraum der Menschen auf der Erde überhaupt ist. Also gibt es Grenzen, wenn was passiert, wenn wir diese überschreiten? Bis wohin können wir quasi gehen? In so Bereichen wie Klimawandel, in Bereichen wie Stickstoffkreislauf, in Bereichen wie Biodiversitätsverlust. Also bis wohin ist denn menschliches Leben auf der Erde überhaupt noch sicher möglich? Und dieses Modell ist halt eigentlich die Grundlage der starken Nachhaltigkeit. Und wenn man dieses Wissen aus diesem Modell, was man dann hat, anwendet, und halt nachhaltig handelt, dann heißt das, dass man die ökologische Dimension als Obergrenze sieht. Dass man also nicht diese drei Säulen nebeneinander stellt, sondern dass man sagt, ich habe unten als Fundament erstmal die ökologische Basis. Denn nur auf einem funktionierenden Planeten können sich überhaupt Gesellschaften weiterentwickeln, können bestehen in Frieden. Weil es sagen viele, der nächste Krieg, der wird ums Wasser gehen in manchen Regionen der Welt. Und nur in einer sicheren und friedlichen Gesellschaft ist es überhaupt möglich, über ökonomisches Wachstum weiter nachzudenken. Denn wer im Krieg lebt, der denkt nicht darüber nach, wie er jetzt vielleicht den Umsatz eines Unternehmens X noch steigern kann. Also gibt es bestimmt auch Leute, aber der Großteil der Masse hat dann ganz andere Probleme. Und das ist einfach dieses Modell der starken Nachhaltigkeit, dass man sagt, wir können uns wirtschaftlich überlegen, was wir wollen. Wir können uns soziale Innovationen überlegen, wie wir wollen. Aber wir brauchen einfach einen Planeten, auf dem wir leben können. Also es bringt uns nichts, wenn wir unsere Ressourcen aufbrauchen und auf einem Planeten leben, wo wir halt dann ständig in Konflikten sind, weil wir uns um die letzten Ressourcen, die wir noch haben, sich letztendlich Kriege entwickeln. Das ist einfach... Also für mich ist es immer noch erstaunlich, weil wir auch immer auf der Arbeit versuchen, also im Institut, das den Leuten nahezubringen, die dann halt immer kommen, ich habe gehört hier Nachhaltigkeit, wir wollen jetzt so eine Nachhaltigkeitsstrategie für unser Unternehmen oder unsere Stadt. Da muss man doch immer alles gleich angucken. Sagen, sie können alles gleich angucken, aber dann werden sie halt nichts Zukunftsfähiges entwickeln, weil sie brauchen halt einfach eine Basis, auf der sie leben können, einen funktionierenden Planeten, damit überhaupt Wirtschaftswachstum oder was auch immer sie als Ziel haben, noch weiter funktionieren kann. Und es ist halt leider heutzutage meistens so, dass im Moment es wäre schön, wenn es zumindest gleich betrachtet werden würde. Ideal wäre es halt, wenn man die ökologischen Grenzen als Grundlage jeden Handelns nehmen würde. Es ist tatsächlich heute so, dass leider meistens die wirtschaftlichen Belange an erster Stelle stehen. Wenn über Projekte gesprochen wird, wenn Entscheidungen in Unternehmen getroffen werden, auch wenn gesellschaftliche Entscheidungen getroffen werden. Es gibt, ich weiß nicht, ob hier jemand, also es gibt bestimmt einige, die sehr politikbewandert sind, es gibt das Verfahren der Gesetzesfolgenabschätzung. Das heißt, wenn ein Gesetzentwurf geschrieben wird in einem Ministerium, sei es jetzt im Landtag oder im Bundestag, dann auch auf EU-Ebene, die haben übrigens ein sehr gutes Gesetzesfolgen
Verfahren, also Abschätzungsverfahren. Auf jeden Fall muss überprüft werden, welche Wirkung hat denn dieses Gesetz voraussichtlich? Also außer dem, was es bezwecken soll, was halt der Sinn dieses Gesetzes ist, hat es irgendwie noch Auswirkungen auf die Haushalte, also ökonomische Auswirkungen auf die Haushalte? Hat es Auswirkungen auf die Städte, die dann vielleicht das Gesetz ja auch bei sich vor Ort umsetzen müssen? Dann gibt es auch auf Bundesebene die Verpflichtung, ein Gender Mainstreaming zu machen. Also werden durch dieses Gesetz Männer oder Frauen bevor oder benachteilt? Ja, es gibt verschiedenste Prüfungen, die zu machen sind. Und auf Bundesebene sind wir mittlerweile so weit, dass auch eine Nachhaltigkeitsprüfung gemacht werden muss. Es gibt eine deutsche Nachhaltigkeitsstrategie. Da wurden Ziele festgesetzt, die Deutschland erreichen möchte im Bereich Nachhaltigkeit. Und wenn jetzt ein Gesetzesentwurf geschrieben wird, dann muss halt geschaut werden, okay, werden diese Ziele irgendwie davon positiv oder negativ beeinflusst. Im Land NRW ist es so, dass es diese Prüfung auch gibt. Es ist allerdings nicht verpflichtend, sie durchzuführen. Ich habe das im Rahmen eines Projektes mal ausgewertet und ich kann nur sagen, die Ergebnisse, also sie sind veröffentlicht, die kann sich jeder angucken. Die Prüfung wird nicht immer durchgeführt und wenn sie durchgeführt wird, meistens ungenügend. Also da steht dann ein Satz, hat keine Auswirkungen auf Nachhaltigkeit. So. Es mag auch an der technischen Umsetzung liegen, also es gibt halt einen Leitfaden dazu. Auf Bundesebene ist es so, dass es eine schöne Homepage gibt, wo man sich durchklicken kann und dann immer nur anklickt, ja, hat Auswirkungen, nein, und dann gibt es am Ende den Bericht. Aber an sich ist es einfach so, das Thema ist nicht, also es hat nicht die Relevanz, die es eigentlich haben müsste, leider. Und auch leider noch nicht in der Politik heutzutage. Und es ist jetzt irgendwie schwierig zu sagen, also irgendwie was gegen die Wirtschaft zu sagen. Die Frage ist ja, wer ist die Wirtschaft? Wer zählt dazu? Warum ist die Wirtschaft wichtig? Brauchen wir die so, wie sie gerade läuft? Wir leben in einem Wirtschaftssystem namens Kapitalismus. Da gibt es irgendwie einiges dran zu kritisieren. Dafür bin ich aber heute nicht hier. Ich mache keine Wirtschaftsvorlesung. Was aber immer ganz interessant ist, bei uns am Institut arbeiten unglaublich viele Leute, die Ökonominnen sind, die sich also sehr viel mit Wirtschaftsthemen beschäftigen und trotzdem halt Nachhaltigkeitsexpertin sind. Es ist halt auch so, also die wirtschaftliche Dimension ist wichtig, wenn man Nachhaltigkeit betrachtet, denn im Moment ist Nachhaltigkeit noch irgendwie so ein Luxusding, also in den Köpfen vieler Menschen. Letztendlich basiert unser System hier auf Geld und jeder von uns braucht Geld, um damit Sachen kaufen zu können, um sein Leben gestalten zu können. Und die große Frage ist halt, ob wir weiterhin Wirtschaftswachstum brauchen. Und es gibt viele Vorschläge. Der gängigste Vorschlag ist, dass man eigentlich einfach das Wirtschaftswachstum vom Ressourcenverbrauch entkoppeln müsste. Das heißt, wir schaffen es, unser Bruttoinlandsprodukt jedes Jahr zu steigern und jedes Unternehmen kann seine Umsätze steigern, also mehr Sachen verkaufen, aber gleichzeitig wollen wir es schaffen, weniger Ressourcen zu verbrauchen. Das könnte halt funktionieren, wenn man in einer totalen Kreislaufwirtschaft wäre, aber selbst dann verbraucht man ja immer nur die gleichen Materialien und kann eigentlich von außen nichts mehr in dieses System reinführen. Also ist auch schon wieder so die Frage, wie soll das wirklich funktionieren? Und das ist jetzt wie das Beispiel von dem Biosprit. Wenn wir jetzt die Fläche, so viele Flächen auf der Welt brauchen, um Biosprit anzubauen, weil wir halt kein Erdöl mehr fördern können oder dürfen, dann fehlt die Fläche den Landwirten. Dann fehlt letztendlich irgendwo anders, dann gibt es weniger Fleisch, dann können Landwirte ihre Tiere nicht füttern. Und letztendlich gibt es aber auch Regionen in der Welt, die einfach von Getreideimporten abhängig sind. Im Jemen haben wir eine riesige Hungerkrise. Da sind Millionen von Menschen vom Hungertod bedroht. Und die Welthungerhilfe hat gerade ein Riesenproblem, da Nahrungsmittel hinzukriegen, weil sie eigentlich den Weizen aus der Ukraine und aus Russland beziehen. Und steigt halt der Weizenpreis extrem an. Und was sind die Folgen in Deutschland? Wir haben vielleicht mal irgendwie 2 Wochen kein Mehl, wobei es hier ja die ganze Zeit Mehl gab. Aber es gibt halt woanders Menschen, die verhungern. Und in Deutschland ist das größte Problem gerade am Weizenmangel tatsächlich nicht für die Endverbraucher, sondern für die Menschen, die in der Massentierhaltung Tiere halten. Die müssen gerade extrem viel für die Futtermittel bezahlen und dann wird das Fleisch wieder teurer und dann beschweren sich Menschen darüber, dass das Fleisch teurer wird. Und vielleicht können sich auch einige dann einfach kein Fleisch mehr leisten. Und das ist natürlich aus Nachhaltigkeitsaspekten ist es eine wünschenswerte Entwicklung, dass Fleisch teurer wird, aber der Ursprung ist halt absolut nicht wünschenswert.
Genau, also um nochmal zu den Grenzen zurückzukommen, also dieses System oder dieses Modell mit den planetaren Grenzen, das hat das halt für 10 Bereiche gemacht. Und ich habe einfach mal 3 rausgepickt, unter denen sich, glaube ich, die meisten was vorstellen können. Also es wurde halt versucht, so eine Grenze irgendwie zu berechnen, bis wohin können wir denn gehen und ab wann wird es echt kritisch für uns Menschen hier auf der Erde. Die haben den Süßwasserverbrauch angeguckt, weil es ist tatsächlich so, dass wir ja, also Wasser, was wir verbrauchen, das kann natürlich geklärt werden und irgendwann kommt es auch wieder zu uns zurück, aber halt erst in ein paar tausend Jahren oder ein paar Millionen Jahren. Also so das Grundwasser, bis das wieder so diesen Reinheitsgrad hat, das Wasser, was wir irgendwo wegschütten, das dauert halt unglaublich lange. Dann das Thema Stickstoff. Stickstoff ist halt also ein Baustein unseres Lebens. Stickstoffverbindungen sind ja in unserer DNA drin. Jede Pflanze braucht Stickstoff zum Leben und zum Wachsen. Aber wenn man zu viel davon aufbringt, dann können die Pflanzen das halt nicht mehr aufnehmen. Das ist eine Überdüngung. Dann wird letztendlich das ganze Nitrat aus dem Stickstoff ins Grundwasser gespült. Oder auch an Wasserschutzgebieten. Es ist ja immer eigentlich dann verboten, diesen Dünger auszubringen. Wir haben allerdings viel zu viel. Also Gülle ist etwas, was sogar aus NRW in die Niederlande exportiert wird, weil es da noch einfacher ist, das auf die Felder aufzubringen. Deutschland wird auch seit Jahren von der Europäischen Union immer wieder verklagt, weil wir uns nicht an die europäische Düngeverordnung halten und es nicht schaffen, eine entsprechende Düngerichtlinie in Deutschland festzulegen. Also wir verschmutzen die ganze Zeit unser Grundwasser in einem kritischen Maße und Nitrat ist halt super schwierig, aus Wasser wieder rauszufiltern. Das wird super teuer und man rechnet damit, dass, also ich habe das mal, es stand glaube ich sogar mal in der Rheinischen Post irgendwann, wie viel Cent man pro Liter Trinkwasser letztendlich aus dem Hahn draufrechnen muss in Zukunft, damit einfach ja, sauberes Trinkwasser rauskommt. Weil für Kinder, für Schwangere und für kranke Menschen ist halt Nitrat, ein hoher Nitratgehalt, ziemlich gefährlich. Und deswegen, also wir sind auch tatsächlich, ich habe jetzt Bereiche rausgesucht, wo wir auch ja, schon Probleme haben. Also Süßwasser ist... ist noch okay, aber Stickstoff, da sind wir halt super weit. Also wir haben alle Grenzen schon überschritten. Die Stickstoffeinträge, die wir in die Natur einbringen, sind halt viel zu hoch. Ursprung ist leider zumindest also hier in diesem Bereich, ja, also im globalen Norden die Massentierproduktion. Es fällt einfach zu viel Gülle an. Also die Masse an Nutztieren übersteigt ja auch die Biomasse an Menschen mittlerweile und an Insekten. Es war früher mal so, dass man eigentlich also berechnet hatte, dass den größten Anteil an Biomasse auf der Welt die Insekten haben. Mittlerweile haben ihn halt die Nutztiere, weil der Mensch so viele Tiere einfach züchtet, ja, dass die Biomasse einfach, also ja, dass es so viele sind. Genau, wir haben den Stickstoff, wir haben das Nitrat und genau, eine Sache noch zum Nitrat, wenn das halt auf die Böden aufgebracht wird, dann sorgt es dafür, dass Lachgas freigesetzt wird und Lachgas ist 300 Mal klimawirksamer, also klimaschädlicher als CO2. Das heißt, Nachhaltigkeit ist unglaublich komplex, es hängen immer ganz, ganz viele Sachen zusammen. Irgendwo, wenn ich eine Entscheidung treffe, hat das einen super langen Rattenschwanz und es ist total komplex. Ich kann das auch nicht irgendwie hier in einer halben Stunde umfassend erklären, also es ist gar nicht möglich. Ich kann nur versuchen, irgendwie einen Einblick zu geben und was man, glaube ich, zusammenfassend sagen kann, irgendwie, wir überschreiten gerade auf unserem Planeten sehr viele Grenzen, sehr viele ökologische Grenzen und was wir machen müssen, ist unser Verhalten ändern, wenn wir langfristig auf dieser Erde alle gesund leben wollen. Es wird sehr lange Bereiche geben, in denen die Menschheit sehr lange gut leben kann. Aber es gibt jetzt schon Bereiche, in denen es halt extrem kritisch wird. Und wenn ich sage, wir müssen unser Verhalten ändern, dann ist halt so die Frage, wer ist wir? Wen meine ich damit, ne? Also klar, uns Menschen. Ich glaube, Tiere, Pflanzen, Insekten leiden wesentlich mehr unter uns Menschen, als wir unter ihnen leiden. Aber dann stellt sich die Frage, welche Menschen? Muss ich mein Verhalten ändern? Muss jeder von euch, von Ihnen, sein individuelles Verhalten ändern? Wer ist eigentlich verantwortlich dafür? So. Natürlich ist es gut, wenn wir jeder von uns alleine weniger Plastik verbrauchen, wenn wir weniger Fleisch essen, wenn wir weniger Auto fahren, wenn wir nicht so viele Flugreisen machen. Das sind alles irgendwie Sachen, die wichtig sind, vor allem also für das Bewusstsein.
Aber was wir letztendlich neben dieser individuellen Verantwortung brauchen, ist halt eine kollektive Verantwortung. Es sind leider nicht immer nicht einzelne Individuen, die alles verkehrt machen und deswegen für diese Entwicklung gesorgt haben, sondern es sind tatsächlich 70% der weltweiten CO2-Emissionen, wenn wir nur in dem Bereich Klimawandel bleiben, kommen halt von Unternehmen, von großen Unternehmen, die sehr viele Sachen produzieren. Und dann ist immer die Frage, brauchen wir diese Sachen wirklich alle? Also ich glaube, jeden, den oder die ich hier frage, könnte mir irgendwie 5 bis 10 Sachen sagen, die die Menschheit eigentlich nicht zum Überleben braucht, die aber trotzdem in Massen produziert werden. Und dann ist halt so die Frage, was machen denn diese Unternehmen, die das alles produzieren dagegen? Also es gibt, ich weiß nicht, wer ExxonMobil kennt, das ist eine große Ölcompany aus den USA. Die haben in den 80er Jahren schon erste Studien selber beauftragt, in denen deutlich wurde, okay, die anthropogenen, also die menschengemachten CO2-Emissionen haben einen deutlichen Einfluss auf die Klimaveränderung. Also es war damals schon klar, ne, irgendwie es wird deutlich schneller wärmer, als es eigentlich so sollte und als man das auch bisher kannte. Und dann haben sie aber einfach sehr viele eigene Studien noch finanziert, die das in Frage stellen. Also die erste Kommunikationsstrategie war so, ja, das weiß man ja noch alles gar nicht, das sind ja alles noch so wenig Studien, ob das jetzt wirklich so ist. Wir müssen erstmal weitere Forschung machen. Da hat man irgendwann gemerkt, okay, es gibt mittlerweile so viel unabhängige Forschung, die leider also die Faktenlage immer besser macht, die halt zeigen, okay, der Mensch hat doch irgendwie was mit dem Klimawandel zu tun. Und dann sind sie so in den 2000er Jahren umgeschwenkt und haben versucht, die Verantwortung auf die einzelnen Kunden abzuwälzen. Letztendlich ist es so, dass die Konsumentinnen jetzt für den Klimawandel verantwortlich gemacht werden und auch für alle anderen nicht nachhaltigen Entwicklungen oder Handelspraktiken, weil unsere Kaufentscheidungen sorgen ja dafür, dass wir so einen hohen Bedarf an Öl und Gas und also umweltschädlichen, nicht nachhaltigen Produkten haben, weil wir entscheiden uns ja, die zu kaufen. Und deshalb müssen die Unternehmen die ja produzieren, weil wir die ja haben wollen. Und das ist diese Strategie, die sie fahren. Und ich habe einen Tweet gesehen von Shell, da habe ich mir gedacht so, seriously, das geht halt gar nicht. Da stand so, was wärt ihr bereit, gegen den Klimawandel zu tun? Erneuerbare Energien, weniger Auto fahren, Emissionen kompensieren oder ein E-Auto kaufen. Und da dachte ich mir so, also dann haben da tausende Leute abgestimmt. Und ich dachte mir so, hey Shell, wie wäre es, wenn ihr einfach auf erneuerbare Energien umsteigt? Da müssen eure Konsumentinnen, eure Kundinnen sich gar nicht mehr dafür entscheiden. So, das ist einfach so diese gängige Praxis. Wenn ihr mal drauf achtet, werdet ihr das merken. Also total viele Unternehmen machen immer so, ja, also Nachhaltigkeit und wir bieten euch jetzt auch so 3, 4 nachhaltige Produkte an, aber der Rest ist immer noch scheiße. Aber wir haben ja auch so 3, 4 nachhaltige Produkte, kauft die doch lieber. Also warum sollen wir das entscheiden? Warum muss ich, wenn ich in einen Laden gehe, überlegen, oh, wurde das jetzt vielleicht von Kinderhänden genäht oder wurde jetzt diese Schokolade von jungen Mädchen, wurden die Kakaobohnen von jungen Mädchen geerntet, die eigentlich zur Schule gehen könnten? Hat sich für diese Jeans vielleicht ein Färber irgendwie richtig mies die Hände verätzt? Also warum muss ich das entscheiden? Warum ist das nicht verboten? So, ich persönlich verstehe das wirklich nicht. Wenn man sich damit so viel beschäftigt und einfach sieht, wie viel unnötiger Kram produziert wird. Und ich würde von mir sagen, ich bin nicht so der Vorzeige-Öko, der so aussieht, als wäre er gerade aus dem Weltladen gefallen und, weiß ich nicht, Gesundheitsschuhe tragend. Also ich trage auch Turnschuhe, die sind aber fair produziert. So, ich trage super viel Second-Hand-Sachen, ohne jetzt auszusehen, als hätte ich den Kleiderschrank meiner Oma geplündert. Meine Oma ist cool, falls sie das nachher sieht. Es ist einfach, es gibt keine kollektive Verantwortung. Anstatt, dass die Unternehmen sagen, so ja, okay, wir sind mitverantwortlich, anstatt, dass sie gezwungen werden. Es gibt ja super viel Selbstverpflichtung. Das ist ja das Wort, mit dem alle Unternehmen, also damit wird alles besser. Wir verpflichten uns jetzt, nachhaltig zu sein. Wir kompensieren. Kompensation ist Ablasshandel. Man kann es nicht anders sagen. Ja, ich fliege irgendwo hin und dann bezahle ich ein bisschen Geld dafür, dass irgendwo vielleicht eventuell mal ein Baum gepflanzt wird. Aber dann wird er gepflanzt und wer weiß denn, ob dieser Baum groß wird. Also es gibt Plan for the Planet, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, da gab es einen Riesenskandal letztens, könnt ihr mal nachgucken. Die haben super viele Bäume gepflanzt, aber leider haben sie die da gepflanzt, wo diese Art von Baum gar nicht wachsen konnte und die sind alle eingegangen.
was ist mit den Kompensationen? Und dann ist ja das Ding, die Kompensation wird ja, wenn so ein Unternehmen sagt, wir machen eine Klimabilanz, dann wird die Kompensation in dem Moment ja gerechnet, wo man für diesen Baum 1,30 Euro oder sowas bezahlt. Ja? Dieser Baum wird aber die Menge an CO2, die er ausgleichen soll, erst in 80 oder 100 Jahren aufgenommen haben. Ja, also das ist so, wir kaufen jetzt, wir kompensieren jetzt Sachen im Voraus. Also wir meinen, wir kompensieren sie jetzt, aber in Wirklichkeit sind sie erst in 100 Jahren abbezahlt. Und bis dahin ist ja das, was wir vielleicht gekauft haben. Und jede Flugreise, die wir kompensieren, trägt ja trotzdem zur Erderwärmung bei. Und dann hoffen wir, dass irgendwann tausende Bäume stehen und dann ist alles okay. Also es ist, ja, man muss da sehr vorsichtig sein bei Unternehmen und ich persönlich, ich fordere eine stärkere Regulation und das ist auch so ein bisschen das, was ich einfach mitgeben will. Also natürlich ist es wichtig, dass wir eigene Kaufentscheidungen bewusst treffen. Das hängt aber auch davon ab, was weiß ich überhaupt. Um jetzt nochmal zum Anfang zurückzukommen, diese letzten Sonntag, dieses Treffen, was ich hatte, das waren, wie gesagt, das waren Leute, die hatten beide studiert, die hatten irgendwie einen Job, wo sie viel mit Menschen zu tun haben, die hatten eine gute Schulbildung und trotzdem sagen die, oh, ich weiß ja nicht mit dem Klimawandel, ich habe gehört, also das ist ja vielleicht auch ganz natürlich, das Phänomen. So. Obwohl es halt 99,2% oder so aller Studien sagen, nein, wir leben im Anthropozän, wir leben in einem Zeitraum auf dieser Erde, der komplett vom Menschen geprägt ist und wir haben eine 50-mal schnellere Erderwärmung, als wir sie in allen, also vorher, in allen vorindustriellen Zeiten hatten. So. Genau. Es gibt verschiedene Mechanismen, die eigentlich relativ einfach von der Politik umzusetzen wären, damit nicht nur wir individuell Entscheidungen treffen müssen, die wir vielleicht gar nicht treffen können, weil wir gar nicht genügend über die Produkte wissen, über das, was dahinter steht. Vielleicht können wir es uns auch gar nicht leisten. Also oft sind ja die nachhaltigeren Produkte auch teurer, weil es gerade einfach Trend ist, so Greenwashing-mäßig. Dieses Thema CO2-Bepreisung zum Beispiel ist ein super Politikinstrument, wenn man es richtig machen würde. Wenn man also sagt, alles, was energieintensiv produziert wird, wird halt teurer, weil für die Menge an CO2, die dadurch frei wird, muss halt ja, pro Tonne ein gewisser Betrag bezahlt werden. Das ist ja auch was wir in Deutschland schon haben. Ich weiß nicht, wer es verfolgt hat. Der Preis ist leider nicht so hoch, wie er sein müsste, um wirklich schnell wirksam zu sein, damit wir diese Klimaziele, die die Bundesregierung sich gesetzt hat, eigentlich erreichen könnten. Es ist aber ein super Mechanismus, weil dann werden die umweltschädlichen oder in dem Fall dann nur die klimaschädlichen Sachen werden teurer. Man kann aber gleichzeitig das ganze Geld, was dadurch eingenommen wird, halt auch in Maßnahmen wie zum Beispiel einen richtig guten ÖPNV, der attraktiv ist, der eine hohe Taktung hat, der zuverlässig ist und den jeder benutzen kann, investieren. Man kann auch so eine Energiepauschale machen, was eine Umverteilung ist. Das heißt, die Haushalte mit geringerem Einkommen bekommen halt einen Betrag X oder jeder Haushalt bekommt am Ende des Jahres Betrag X und für die Leute, die drei Porsche in der Garage stehen haben, ist das vielleicht wenig, aber für jemanden, der kein Auto hat, der kann sich davon das Nahverkehrsticket fürs ganze nächste Jahr kaufen. So. Also es gibt Mechanismen und es gibt auch sinnvolle Mechanismen. Was wir einfach brauchen, ist eine Umsetzung. Und wir brauchen eine Politik, die das umsetzt und genau. Ich möchte euch einfach bitten, wenn ihr glaubt, dass wir nachhaltige Entwicklung brauchen, wenn ihr davon überzeugt seid, setzt euch dafür ein, dass wir auch eine Politik bekommen, die das macht. Setzt euch dafür ein, dass es Regularien gibt, egal welche Partei. Jede Partei kann diese Regularien einführen und umsetzen. Es muss nur einfach gemacht werden. So. Und ja, es ist nicht okay, dass wir selber entscheiden müssen, ja, was jetzt gut ist und was schlecht ist an Produkten. Es sollte einfach nur gute Produkte geben. Also perspektivisch sollte ich in jeden Laden gehen können und sagen, hey, ich weiß, das ist alles okay, was ich hier kaufe. Da gibt es keine Kinderarbeit. Da sind jetzt nicht irgendwie super viel, also Umweltverschmutzung hinter diesem Produkt. Super viel Klimaverschmutzung. Ja, das ist irgendwie, es ist mein Traum und ich glaube, wir brauchen einfach mehr dieses Gefühl einer kollektiven Verantwortung für das Ganze. Es ist wichtig, dass jede Einzelne was macht, aber es ist noch wichtiger, dass wir alle zusammen was machen und dass wir alle zusammen halt fordern, dass es auch die Veränderungen gibt, die wir brauchen. Danke. Ja, super, Julia, vielen Dank.
Ich fand es mega interessant und ich nehme echt viel daraus mit. Ich finde es auch richtig gut, dass wir das aufgenommen haben. Da kann man sich noch ein paar Mal angucken, weil da war auch echt viel Input drin, den ich jetzt dann mir nochmal angucken kann. Genau, ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause, alle mal ein paar Snacks nochmal, ein paar Getränke und dann legen wir danach mit dem Simon los. Alles klar.